Bis Sonntag gastiert Eintracht Frankfurt im Trainingslager im Südtiroler Ferienort Gais. Optimierung der Spielanlage, taktische Feinheiten, Spiel gegen den Ball und mit dem Ball. All das will Trainer Adi Hütter verbessern und optimieren. Beim ersten der beiden Testspiele zeigte Frankfurt phasenweise eine sehr ernüchternde Leistung. Von den eingesetzten Neuzugängen konnte nur Keeper Felix Wiedwald überzeugen. Wenn man 2-0 verliert, kann man nie zufrieden sein. Ja, zum Glück durfte ich am Ende noch ein paar Bälle halten und mich auszeichnen. Das tut natürlich gut. Trainer Adi Hütter analysierte die Partie gegen den italienischen Serie A-Club FC Empoli hinterher sachlich kritisch. Also Zufriedenheit bin ich weit weg. Man verliert nie gerne ein Spiel und deswegen, was das Ergebnis betrifft, natürlich darf man und soll man nicht zufrieden sein, muss aber das Spiel immer, finde ich, richtig einordnen. Ich denke, wir haben speziell am Anfang viele Sachen schon umgesetzt, wie ich mir vorstelle, dass man das natürlich nicht 90 Minuten spielen kann, ist mir auch klar. Wir werden irgendwann einen Mix finden müssen aus gezielten Pressing, gezielten Balleroberung, aber da muss man auch, finde ich, viel besser stehen. Was mich gestört hat, ist einfach, dass wir teilweise zu leichte Ballverluste gehabt haben, also so eine Force Error, wo überhaupt kein Druck da war. Was mir auch nicht so gut gefallen hat, war das Spiel vor die Abwehr, wo, finde ich, manchmal unsere Sechser nicht so gut gestanden sind, wie wir das vorgestellt haben. Habe trotzdem auch gute Ansätze gesehen, aber wir haben trotzdem noch viel zu tun. Die Bedingungen vor malerischer Kulisse in Gais sind hervorragend. Die Stimmung im Team ist sehr gut, trotz kleiner personeller Sorgen und des kleinen Rückschlags aus dem Testspiel. Wir haben viele Spieler aus vielen Nationen. Ja, das tut der Stimmung gut, würde ich sagen. Ja, jeder ist immer für den Spaß zu haben und jeder kann über sich selber lachen. Ich denke, es sind immer gute Eigenschaften. Am Samstag spielt die Eintracht gegen Ferrara. Die Generalprobe vor dem ersten Pflichtspiel der Saison, dem Supercup-Spiel gegen den Meister, gegen Bayern München. Ich freue mich auf die Bayern und auf so ein wichtiges Spiel. Wir werden bereit sein für Bayern, das bin ich sicher.